Morgen, ihr Lieben. Ja, Türchen Nummer 3 und wir starten wie immer mit dem IKEA Adventskalender. Und das Türchen Nummer 3 habe ich schon gefunden, das ist hier. Und die IKEA Adventskalender-App starte ich auch schon mal. Ja, und dann mache ich das. Oder ich gucke erstmal, ob es hier was gibt. Erwartet dich eine tolle digitale Überraschung. Wenn du dieses Symbol siehst, findest du dahinter tolle schwedische Weihnachtsrezepte. Ja, das wussten wir schon vom Türchen gestern. Dann gehe ich einmal wieder runter und machen hier einmal auf. Und so sieht die Schokolade heute aus. Und da drin ist so eine zitronige helle Creme. Und was haben wir hier? Guck mal, es schneit. Na. Willkommen bei deinem digitalen Schwedisch-Wörterbuch. Wusstest du schon, was Guck mal, es schneit auf Schwedisch heißt? Wenn du es wissen willst, tippe auf den Begriff. Titta des Nörd. Titta des Nörd. So, habt ihr es gehört? Titta des Nörd. Okay, es schneit. Guck mal, es schneit. Und Titta heißt dann guck mal, ja? Na gut. Ja, so, das war unser drittes Türchen im Adventskalender von IKEA. Ja, finde ich ganz lustig, die Idee, dass man auch ein bisschen Schwedisch lernt. So, das Paket habe ich mir hier schon rausgesucht, da muss ich ja immer rechnen. Und ja, hier habe ich heute die Nummer 3 von Manuela und die kommt heute zuerst, weil ich gestern das zuerst aufgemacht habe. Und dann schauen wir mal, was wir da drin haben. Wenn ich die Adventskalender packe, dann habe ich immer das Problem, dass ich selber vergessen habe, was ich eigentlich für den Tag reingetan habe. Ich finde es dann immer total spannend, welches Geschenk ist denn da heute eigentlich drin, wenn ich das, wenn ich die Videos, also das Video von Mausi sehe. Manuela hat keinen Kanal, aber wenn ich das von Mausi sehe, dann finde ich es immer witzig, weil ich immer nicht weiß, selber nicht weiß, was drin ist. So, und hier haben wir heute zwei Tütchen mit Holzaufklebern, und zwar solche süßen Schneemänner. Ja, und die kann man auch aufhängen. Die haben oben noch ein Löchlein zum Anhängen. Also man könnte die theoretisch auch noch am Baum oder an ein Geschenk dranhängen oder dran kleben. Ist natürlich praktisch, dass man beides machen kann. So, und dann kommen wir zu dem Geschenk von Mystic Eis. Ja, und für wen, für jeden, den es interessiert, heute war die Wurzel aus 9. Und ja, jetzt machen wir dann mal auf. Ja, ich habe wieder gar nicht getastet. Aber ich finde es auch immer mega schwer. Wobei hier unten könnte ein Badesalz oder sowas drin sein. Ja, ja, ein Badesalz und ein Plastikmakaron. Ich glaube, in deinem Kalender letztes Jahr war auch einer. Der war aber in Orange. Und dieser hier gefällt mir ehrlich gesagt viel besser wegen der Farbe, ne? Ja, und das ist so eine kleine Schachtel, da kann man dann was reintun, zum Beispiel eine selbstgemachte Creme oder so. Könnte ich mir hier auch gut vorstellen, das reinzutun. Muss man ja nicht immer Bastelsachen reintun.
So, und eine Portion Liebe. Champagner, Beere und Johannisbeere. Verwöhnendes Badesalz. Jawohl. Ja, wie gesagt, Badesalze und so gehen immer. Und ja, so meine Lieben, das war schon das Adventskalender-Video von heute Morgen. Ja, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.